Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ich begrüße euch zurück bei Super Mario Star Road. Womöglich steht hier eine der schwierigsten roten Münzen-Missionen an. Denn dieses Level hier, es ist nicht einfach. 4 haben wir bereits. Aber das ist erst die halbe Miete. Das ist dumm. Das ist sogar ziemlich nachteilig. Auf der anderen Seite sehe ich hier 2 weitere. Ah, Gott sei Dank. Dann kann es jetzt zügig weitergehen. Das ist ein unheimlich geniales Level, aber leider auch sicherlich eines der anspruchsvolleren. Also das Level hat mitunter schon nicht ganz einfache Level. Das muss man schon wirklich sagen. Von einem zu leichten Hack würde ich hier wirklich nicht reden. Hat schon einen sehr, sehr angemessenen Schwierigkeitsgrad. Also, das hier wäre jetzt ein Level... Ich würde es mir sogar zutrauen ohne Safe States mit viel, viel Übung. Im Gegensatz zur Cloud Rail Station und zu diesem Musiklevel, die wirklich noch mal eine Ecke heftiger waren. Aber auch das hier ist nicht einfach. Würde ich wirklich nicht als einfach bezeichnen. Naja. Aber solange wir es noch nicht gelernt haben, machen wir natürlich erstmal mit Safe States weiter. Zumindest sind wir mal auf 100 Münzenkurs schon mal. Das ist doch schon mal was. Ah, da hinten. Da hinten ist schon mal eine weitere rote Münze und... wunderbar. Da haben wir die 100 Sterne. Die 100 Münzen schon. Hier war nicht zufällig eine rote Münze für uns. Irgendwie so hier drin. So in diesem... Schade. So einfach machen sie es uns dann doch nicht. Ah Gott, okay. Da müssen wir uns noch ganz genau umschauen, weil ich habe jetzt aktuell keine Idee, wo noch eine sein könnte. Gucken wir mal weiter. Sammeln erstmal die hier. Nummer 7. Eventuell, wenn wir uns hier ein bisschen, wenn wir ein bisschen die Kamera schwenken. Da unten ist eine Kiste, da ist sie bestimmt drin. Da ist sie garantiert nicht drin, wie ich gesagt habe von Anfang an. Haha. Mal überlegen, ist sie vielleicht noch in so einer Nische? Oder... Oder wo könnte sie noch stecken? Müssen wir jetzt alles nach und nach absuchen. Aber das kriegen wir hin. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Noch nicht von roten Münzen. Warum müsst ihr euch eigentlich immer verteilen? Warum halten rote Münzen eigentlich nicht zusammen? Ich meine, das wäre doch so schön. Sie könnten doch eine große achtköpfige Familie sein und immer zusammen wohnen. Da müssten wir die immer verteilt suchen. Vielleicht müssten wir sie mal an Weihnachten suchen. Da sind sie bestimmt zusammen. Da sind sie alle versammelt irgendwie wahrscheinlich. Diese große Familie der 8 Münzen. Da könnten wir eventuell noch suchen bei diesen Wumps. Twomps meine ich. Wobei, eher nicht, oder? Eher nicht. Aber vielleicht können wir von da oben zumindest irgendwas sehen. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist aber auch nicht das, was ich wollte. Nee, nicht so ganz. Aber hier ist, erscheint zumindest schon mal der Stern. Gut. So. Jetzt bin ich aber echt überfragt. Wo könnte noch was sein? Eventuell noch hier oben auf diesem Turm.
Oder zum Beispiel hinter der Röhre oder so. Nee, da kann man nicht hinten dran. Das wird nicht leicht. Der Stern, der hier mal war, ist auf einmal weg. Okay. Der wurde für diese Mission rausgeschrieben. Ich habe ihn bestimmt schon längst gesehen. Moment! Bei dem Kran, oder? Bei dem Kran. Ganz klar bei dem Kran. Da, wo man sich mit der Plattform hinschieben muss. Natürlich. Das habe ich nämlich... Die habe ich schon gesehen, aber ich habe sie innerhalb der roten Münzenmission habe ich sie nämlich noch nicht geholt. Die Münze. So, Leute. Oh, Gott sei Dank ist mir das jetzt doch eingefallen. Das hätte sonst böse werden können. Oder ihr hättet sonst böse werden können. Na schön. Heilen können wir uns auch hier. Wunderbar. Und der Stern erscheint. Und... Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, die Plattform würde schneller wieder verschwinden. Rennen wir mal lieber zurück. Geht alles ein bisschen schneller. Oh Mann, oh Mann, Mann. Rennen wir mal zurück. Ein bisschen schneller. Sammel dir den Stern und dann nix wie raus hier. So. Aber noch sind wir nicht ganz fertig in dieser Welt. Eine Mission fehlt noch. Mission, die uns den Stern Nummer 107 bringen soll. Und sie hat den wunderschönen Namen. Die Engine League. Echt? Okay. Ich weiß aber... Ach, komm, wir wissen alle ganz genau, worum es hier jetzt geht. Natürlich. Das ist jetzt die sechste Mission. Wir hatten eine Röhre, wo der Hinweis stand, dass wir da besser noch nicht rein sollen. Aber sie ist jetzt bestimmt geöffnet. Wir können da jetzt bestimmt rein. Jetzt ist wahrscheinlich das Schild weg und wir können wahrscheinlich reinklettern. Irgendwie sowas. Das hat auf jeden Fall was mit dieser Röhre zu tun, da bin ich ganz sicher. Ja, ja. Ich mach's nochmal ein bisschen spannend, habe ich mir gedacht. Das war zu niedrig, ja. Ich sag ja, der Sprung ist nicht so einfach, wie ich ihn zumindest ein paar Mal habe aussehen lassen. Dass es jetzt allerdings dann doch so laufen muss, ist ein bisschen peinlich. So, jetzt aber. Wow, auf einmal kommen hier Flammen raus. Das war vorher noch nicht. Boah, sie haben eine super extreme difficult Mission draus gemacht. Ach du Scheiße. Oh meine Güte. Da hat er sich nochmal was einfallen lassen, des Skelux. Mich daran zu hindern, zu dieser Röhre zu kommen. Er hat sich gedacht, wenn das schon was ist, wo er so schnell drauf kommen wird, dann müssen wir es ihm hier wenigstens aber ordentlich schwer machen. Da hat er sich was beigedacht, der liebe Skelux. Okay. Genau, das wird er sich beigedacht haben. Da, 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 da. Da, 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 da. Und das Schild ist aber immer noch da. Okay, wir dürfen immer noch nicht in die Röhre rein. Das glaube ich jetzt aber nicht, oder? Besser! Na, wirklich? Wir dürfen doch noch nicht rein. Oh, Scheiße. Na toll, und jetzt? Was ist jetzt hier drin? Was? Ist nicht sein Ernst. Zweimal der Stern an derselben Stelle?
die Engine League. Das ist nicht dein Ernst. Das ist echt nicht sein Ernst. Aber gut, ich nehm's halt mal so hin, aber... Ich hätte jetzt eigentlich echt erwartet, dass das was mit der Röhre zu tun hat. Aber gut, dann ist es halt so. Hauptsache, wir haben den Stern gefunden. Yay, Mission abgeschlossen. 14 Welten sind abgeschlossen, Leute. Ist das nicht der Wahnsinn? Wir sind aber noch nicht durch. Welt 15 wartet auf uns. Und da hinten ist noch ein Schloss. Und ich würde mal sagen, bevor wir in Welt 15 gehen, gucken wir uns mal an, was da hinten ist. 80 Sterne brauchen wir dafür. Ist das die finale Bowser-Welt eventuell? Ja. Das sieht, ich würde mal sagen, schon verdächtig nach finaler Bowser-Welt aus. Dann lassen wir das. Muss ja dann auch noch nicht sein. Dann betreten wir sie doch. Welt Nummer 15, Leute. Mit dem wunderschönen Titel Starlight Runway. Oh, dem glitzernden Weg sollen wir folgen. Natürlich machen wir das. Okay. Juhu! Da kenne ich nämlich gar nichts mehr. Spidey. Dem glitzernden Weg folgen. Ich will die Leiter hoch. Warum kannst du keine Leitern hochklettern? Link kann das auch. Mario sollte in dem Film mitmachen. Plumbers don't use ladders oder so. Klempner benutzen keine Leiter. Ja, Klempner sind viel cooler. Klempner können Saltos. Oh Mann, Mario hat schon wieder vergessen, wie man Leitern draufklettert. Sieht so aus, als müsste er drumherum laufen. Warum hat Mario das vergessen? Echt mal, warum kannst du das nicht? Wahrscheinlich, weil das für dich als Akrobat irgendwie zu einfach wäre. Kann das sein? Na schön. Der glitzernde Weg, das ist er doch. Unter Garantie. Und ich muss drum rumlaufen, weil ich sonst nicht drankomme. Aber alles nicht das große Thema. Laufen wir hoch. Den glitzernden Weg. Machen lieber mal Safe States, weil wir wissen nie, was uns hier erwartet. Oh, das sieht jetzt schon richtig cool aus, oder Leute? Jetzt kommt auch wirklich ein bisschen Mario Galaxy Feeling auf. Irgendwie hatte ich mit sowas hier in der Art schon gerechnet. Oh. Und... wir haben uns zumindest bis hierhin gerettet. Wir safen. Kommt, Leute. Das machen wir als Risikokomet. Das ist sonst zu einfach. Scheiße, was jetzt? Was? Was? Schön. Scheiße. Und was mache ich jetzt? Huch sagen. Ja, was mache ich denn jetzt? Oh Gott. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Das haut nicht hin, oder? Oh weia. Das haut hin. Und der Weg führt noch weiter. Das ist noch nicht das Ende des Weges. Oh Gott, dammit. Und wenn uns hier das Feuer jetzt erwischt, dann war's das für uns. Okay. Bis hierhin haben wir es geschafft. Was kommt als nächstes? Der Weg führt uns noch weiter. Es ist noch nicht geschafft. Unser Klempner muss weiterreisen. Seine epische Queste fortsetzen. Auf diesem glitzernden Weg.
Wann wird der Weg zu Ende sein? Wann wird Mario sein Ziel erreichen? Kann er es überhaupt schaffen, sein Ziel zu erreichen? Wer weiß? Wer weiß das schon so genau? Es steht überhaupt nur eines fest in dieser verruchten Welt. Der Weg hier ist viel zu steil, um da hochzukommen. Goddammit, Mario. Scheiße. Was mache ich jetzt? Oh! Was mache ich jetzt? Da oben ist der Stern. Ich muss hier so hochkommen. Aber ab hier ist es zu steil, um noch einen Sprung anzusetzen. Und... Das reicht dann nicht mit Hechtsprung. Ah. Ja. Aber so reicht es. Ah. So. Ich möchte mich an dieser Stelle bei einem User bedanken, der mir nochmal im Rahmen von Koopa Valley erklärt hat, wie dieser Move funktioniert, den ich gerade gemacht habe mit den vielen Sprungkicks. Ich habe leider im Moment deinen Namen vergessen, ich werde ihn aber einblenden an dieser Stelle. Nochmal vielen Dank, dass du mir das nochmal gesagt hast, weil das war jetzt die einzige Möglichkeit, diese Mission zu schaffen. Wow, okay, den glitzernden Pfad, den haben wir schon mal, aber unsere Mission hier ist noch lange nicht beendet. Starlight Runway ist noch nicht vorbei. Starlight Runway hat erst angefangen, Leute. Und im nächsten Part gucken wir mal, was uns auf diesem Level noch so alles erwarten wird. Ciao!